Christina Lewinsky in der Münchner Staatskanzlei. Ja, in Bayern, in München gelten ja besonders strenge Regelungen. Und wie können wir das verstehen? Bleibt das so? Was sagt denn zum Beispiel der bayerische Innenminister dazu? Das bayerische Kabinett hat heute die Ausgangsbeschränkungen verlängert bis 10. Mai. Und genau da wollen wir nachfragen bei Joachim Herrmann, Bayerns Innenminister. Grüße Sie, Herr Herrmann. Jetzt verlängert Bayern also die Ausgangsbeschränkungen, obwohl es immer heißt, Bayern liegt eigentlich unter dem Bundesdurchschnitt, zum Beispiel was den Reproduktionsfaktor angeht. Wieso verlängert man jetzt also, und haben Sie nicht Angst, dass irgendwann die Bürger auch sagen, also irgendwann machen wir das Ganze auch nicht mehr mit? Wir haben eine starke Belastung durch den Coronavirus gehabt in Bayern. Wir sind jetzt auf einem guten Weg, aber man darf jetzt nicht schludrig werden. Wir haben gleichzeitig aber ja auch einen Teil der Ausgangsbeschränkungen deutlich gelockert, vereinfacht. Wir haben jetzt das Verbot von Gottesdiensten aufgehoben. Es wird jetzt unter bestimmten Rahmenbedingungen Gottesdienste ab nächsten Montag wieder geben. Wir haben ebenso die Rahmenbedingungen für politische Demonstrationen und Versammlungen in der Öffentlichkeit deutlich gelockert, hier mehr Freiraum gegeben. Und ich bin sicher, dass wir schon nächste Woche weitere Lockerungen beschließen werden. Aber es ist nicht so, dass wir schon in einem Zustand wären, dass wir überhaupt keine Beschränkungen mehr bräuchten. Das gilt vor allen Dingen für Mund-Nasen-Schutz und das gilt auch für das Abstandhalten zu anderen Personen in der Öffentlichkeit. Trotzdem ist ja erst am Donnerstag jetzt diese Ministerpräsidentenkonferenz geplant. Jetzt hat Bayern schon wieder Tatsachen geschaffen. Da kann man jetzt auch wieder Bayern vorwerfen, Bayern prescht vor, verglichen zu den anderen Bundesländern. Nein, wir preschen nicht vor und gerade zum Beispiel das Thema Sport, was auch viele, viele Menschen bewegt, wollen wir abwarten, was hier die Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag beschließt. Und das gilt wohlgemerkt nicht nur für die viel diskutierten Bundesligaspiele, sondern das gilt natürlich auch für den Breitensport, für die Frage, unter welchen Bedingungen kann man jedenfalls unter freiem Himmel, an der frischen Luft bestimmte Sportarten wieder zulassen. Genau das soll ja auch im Kreise der Ministerpräsidenten besprochen werden. Und wenn da es konkrete Ergebnisse gibt, wir haben in der Sportministerkonferenz ja Vorschläge entwickelt, dann werden wir das auch in der kommenden Woche in Bayern sicherlich im Kabinett nachvollziehen. Jetzt hat unser Nachbarland Österreich heute beschlossen, dass die Ausgangsbeschränkungen auslaufen. Österreich fährt also wieder hoch und Bayern war immer so ein bisschen zwei Wochen hinter Österreich. Inwiefern kann das auch als eine Art Blaupause für uns dienen? Wir beobachten die Lage in Österreich sehr genau. Man muss aber ehrlicherweise sagen, dass die Österreicher schon in ihren Infektionszahlen, auch in ihren Todeszahlen deutlich niedriger liegen, als das in Deutschland der Fall ist, welche Ursachen das auch im Einzelnen hat. Also es geht sicherlich nicht darum, das 1:1 einfach zu übernehmen. Aber klar ist auch, wir wollen ja auch mit Rücksicht auch das Leben der Bürgerinnen und Bürger bei uns möglichst viel Freiraum geben. Aber ich glaube, wenn dann plötzlich die Zahl der Erkrankungen wieder steigen würde bei uns in Deutschland, dann wären sehr viele Menschen zu Recht auch erst aufgebracht und verärgert. Wir müssen das also immer weiter in der richtigen Balance halten. Trotzdem fragen sich natürlich viele auch, die Grenzen sind noch geschlossen, aber wann wird es wieder möglich sein, auch von Bayern nach Tirol in Urlaub zu fahren? Die Tiroler öffnen ja sowieso ihre Grenzen. Man muss aber schon auch daran erinnern, die haben zum Beispiel mit den Infizierungen in Ischgl eine ganz wesentliche Ursache für viele, viele Erkrankungen auch bei uns in Bayern gesetzt. Und deshalb werden wir das natürlich sehr sorgfältig beobachten. Aber wohlgemerkt, im Moment, wir binden ja bei uns niemand an. Wenn jemand aus Bayern im Moment nach Österreich fahren will und die Österreicher lassen ihn einreisen, wird er von uns nicht daran gehindert. Klar ist allerdings, wenn er zwei Wochen zum Beispiel in Tirol Urlaub gemacht hat, dann kommt er zunächst einmal, wie jeder, der von irgendwoher einreist in Deutschland, in Quarantäne. Und das heißt nochmal nachgefragt, wann werden denn diese Beschränkungen aufgehoben werden? Also wann wird es ganz möglich sein, nach Tirol zu fahren in Urlaub? Die Quarantäneverordnung ist ja erst wohlgemerkt einvernehmlich aufgrund einer Besprechung von Bund und Ländern ja erst vor 10 Tagen so festgelegt worden. Das war der gemeinsame Wunsch von Bund und allen Ländern, dass wir diese Quarantäne brauchen, weil wir nicht wollen, dass neu jetzt wieder Virus aus dem Ausland bei uns hier hereingetragen wird. Und ich denke, das muss man schon noch eine ganze Weile sehr ernst nehmen. Herr Herrmann, jetzt steht das lange Wochenende, das erste Maiwochenende an. In Bayern sind jetzt erste Demonstrationen und Versammlungen auch wieder erlaubt, natürlich unter Auflagen. Inwiefern macht Ihnen das vielleicht auch Sorge, dass jetzt sehr viele Menschen auch auf der Straße sein werden?
Zunächst einmal weiß ich einfach, das Demonstrationsrecht, die Versammlungsfreiheit ist ein Grundpfeiler unserer Demokratie, unseres Rechtsstaates. Das war jetzt eine Zeit lang sehr stark eingeschränkt, aber da war auch von vornherein klar, das kann nur ein überschaubarer Zeitraum sein. Und das hat auch das Bundesverfassungsgericht klar gesagt. Eng befristet war das vertretbar und wurde vom Bundesverfassungsgericht auch gehalten, aber es kann nicht ewig so sein. Wir haben jetzt klare Vorgaben gemacht. Es muss, wenn eine Demonstration stattfindet, eine überschaubare Teilnehmerzahl sein. Es muss auch da der Abstand zwischen den Menschen gehalten werden. Es muss Mund-Nasen-Schutzbedeckung getragen werden. Aber man kann seine Meinung zum Ausdruck bringen. Man kann mit Transparenten auf die Straße gehen. Das ist richtig. Und ich glaube, diejenigen, die ernsthaft, vernünftig dieses Demonstrationsrecht in Anspruch nehmen, die können das eben auch problemlos tun. Und da erwarte ich auch keine Probleme damit. Joachim Herrmann, ganz herzlichen Dank für dieses Interview und damit zurück zu euch ins Studio. Christina, dir danke ich auch für das Interview mit dem bayerischen Innenminister.